willkommen im Sündl Entwicklungslabor. Heute zum dritten Teil unserer Reihe zum Wireless Music SE. Ja, heute kommt vielleicht ein kleines Schmankerl. Ich möchte euch, habe heute mal so ein MIDI-Pedal mitgebracht. Das ist das MP100 von Harley Benton. Vielleicht fragen sich viele, warum ich das habe. Eigentlich ganz einfach. Ihr seht schon, es funktioniert und es ist kein Kabel dran. Die haben hinten eine Batteriebox. Man kann diese Batterien auch als Akkus betreiben oder mit Akkus betreiben und hat dann auch über diese USB-Buchse eine Ladefunktion. Deswegen nehme ich das Teil ganz gerne. Man ist einfach stromautark. Hat einen kleinen Nachteil. Die Tasten sind ein bisschen klein, vielleicht auch ein bisschen laut. Aber wenn man dementsprechend Power auf dem Lautsprecher hat, hört man diese Tasten auch nicht. Aber wie gesagt, unser Funksystem funktioniert auch mit einem anderen oder mit anderen MIDI-Pedalen. Wir einfach eure Vorlieben dementsprechend nutzen und alles ist gut. Ja, was möchte ich euch zeigen? Wir haben ja vor kurzem unseren Style Player fertig gemacht. Und der andere Player, MP3 bzw. MIDI-Player, funktioniert ja schon seit Anfang an. Jetzt habe ich mir gedacht, würde vielleicht mal Sinn machen, hier auch ein kleines Video zu drehen. Wie funktionieren die Player, wie starte ich die Player? Und dank dem Gerhard Stockinger ist gestern noch eine tolle Idee entstanden, beziehungsweise ich habe das ganz vergessen zu programmieren. Aber Gerhard hat mich dankenswerterweise daran erinnert. Ist es natürlich auch sinnvoll, wenn ich die Transpose-Funktion, und das ist das kleine Schmankerl, das ich heute euch vorstellen möchte, wenn ich die Transpose-Funktion auch dementsprechend im Style habe. Ja, und was wäre Simple Technology ohne simple Technologien? Natürlich geht das jetzt bei uns auch. Wir können jetzt über die Variationstasten verschiedene Transpose-Werte einstellen und diese werden dann übernommen auch in das Style. Das bedeutet, man schaltet oder man spielt vielleicht mit einer steirischen, transponiert dementsprechend auf dem Fußpedal von einer Variation zur nächsten oder man schaltet eigentlich von einer Variation zur nächsten und hat hier einen Transpose hinterlegt und siehe da, auch das Style wird dementsprechend transponiert. Man transponiert, man drückt zum Beispiel den C-Akkord auf dem Akkordeon, das Style spielt dann C. Wenn ich transponiere, zum Beispiel zwei Halbtöne höher, bin ich bei D und dann spielt das Style in D. Und das möchte ich euch heute kurz zeigen. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zusehen und werde jetzt einen Kameraschwenk machen, damit ich euch das am Gerät zeigen kann. Hier sieht man wieder wie gewohnt den ersten Bildschirm vom SE-Funk, die Grundeinstellung. In der untersten Zeile ist die Bedienzeile für die verschiedenen Player-Funktionen. Wir beginnen hier mal mit dem MP3-Player. Ich drücke einfach kurz die Taste. Dann startet der Player. Hier ist noch keine Datei ausgewählt, deswegen wird oben noch der Schriftzug MP3-Player angezeigt. Ich habe da wieder die zwei Möglichkeiten über die Tastaturwahl, wenn ich die rechte Hälfte dieses braunen Balkens drücke oder ich drücke die linke Hälfte, dann bin ich in dieser, ich sag's mal, Explorer-Funktion, wie man es auch von der PC-Welt kennt, aufgeteilt in Ordner und in Dateien. Hier bin ich, wenn der Bildschirm blau hinterlegt ist, in der Ordnerebene. Ich gehe mal in das Verzeichnis Simple rein. Man sieht jetzt hier dementsprechend die Dateien, die hier enthalten sind. Ich wähle jetzt mal unsere SE-Polka, die mir dankensweise Gerd Herzing komponiert hat. Habe hier dann eine Funktion mit dem Lautstärkeregler. Links habe ich dann den Knopf Bassstart, der ist jetzt deaktiviert.
Dann gibt es die Entertainer-Funktion, auf die gehe ich heute in dem Video nicht ein, das mache ich dann in einem separaten Video, weil er ziemlich umfangreich ist, der Entertainer. Und unten gibt es dann den Startknopf. Wenn gestartet ist, erscheint noch in der Mitte der Pausenknopf und dementsprechend auch der Stoppknopf. Alle Funktionen kann ich übers Fußpedal bedienen. Ich wähle jetzt einfach mal die Funktionalität über die Tastatur hier, drücke mal den Start. Unten läuft dann der Timer mit. Wenn ich Pause drücke, bleibt der Player da stehen, wo ich gedrückt habe. Und wenn ich die Pause-Taste nochmal drücke, beginnt er genau in dieser Position. Habe ich Bass Start aktiviert und drücke kurz den Bassknopf. Dann beginnt der Player zu laufen. Hier ist natürlich dementsprechend darauf Wert zu legen, dass man das MP3-File so schneidet, dass es an der gewünschten Stelle dann auch zum Spielen beginnt. Also ein langer Vorspann würde vielleicht hier stören. Man schneidet dementsprechend den Vorspann weg, sodass der MP3-File gleich startet. Das war der MP3-Player. Die nächste Funktion ist der MIDI-File-Player. Ich starte den dementsprechend mit der MIDI-File-Taste. Hier sieht man den Bildschirm des Players. Momentan noch kein File gewählt, deswegen steht wieder in der obersten Zeile MIDI-Player. Ich wähle jetzt einfach mal ein File aus. Gleiche Funktion wieder möglich mit Tastaturwahl oder dementsprechend, wie ich es jetzt mache, über den Touchscreen in der Verzeichnisstruktur. Ich drehe jetzt mal die Lautstärke zurück, weil sonst wird es in der Kamera übersteuern. Ich glaube, ich muss da auf den Wert 40 drehen. Dann gibt es noch die Beat-Einstellung, momentan bei 142. Ich kann jetzt da zurückdrehen, langsamer machen. Wenn ich sage, oh, war jetzt zu viel, wo war ich denn? Drücke ich einfach auf den Zahlenwert 109. Dann geht er wieder auf die ursprüngliche im MIDI-File programmierten Wert 142. Da hinten kann ich natürlich dann dementsprechend den Transpose wählen. Diese Funktion haben wir jetzt nicht verknüpft, bewusst nicht verknüpft, mit unserer Transpose-Funktion in den Variationstasten. Mal sehen, was die Kunden meinen. Eventuell gibt es da noch ein Update, wenn man diese Funktion zu der Transpose-Funktion in den Variationstasten mit verknüpfen müssen. Es gibt dann unten die Schaltflächen Bassstart wie gewohnt. Ich kann auch meine Instrumente mir anschauen. Das sind die Instrumente, die im MIDI-File programmiert sind. Ich kann dementsprechend dann Instrumente wegschalten. Wenn ich dann diskantseitig etwas dazu spielen möchte, aber ich lasse jetzt mal bewusst alle laufen. Das geht dann im Prinzip ganz einfach. Man drückt die dementsprechend an, geht auf OK und startet den Player. Das mache ich jetzt mal. Ich wähle jetzt den Startvorgang über das Fußpedal. Ich muss ein bisschen zurückdrehen, sonst übersteuert es in der Kamera. Ja, so läuft es mit dem File. Ich kann jetzt mit der Instrumentenumgebung reingehen. Jetzt hat man vielleicht die Möglichkeit, dass man das Akkorde mitlaufen lässt und dementsprechend dann zuspielt. Schaut's mal an.
Grundsätzlich kann ein MIDI-File ja mit 16 Instrumenten gespielt werden. In diesem MIDI-File sind es einfach nur 7, die benötigt werden. Oben links 4,1, 2, 3, 4, dementsprechend weiter bis unten rechts 4,16. Ich die Stopptaste, Fußpedal, Player bleibt stehen. Ich starte nochmal mit der Bass-Tastatur. Hier natürlich genauso wie beim MP3-File. Wenn hier gleich ein Start am Anfang da sein sollte, muss man dementsprechend das MIDI-File so aufbauen, dass gleich zu Beginn startet und kein Vorspann. Ja, das war der MIDI-File-Player. Damit ich euch das besagte Schmankerl zeigen kann, drücke ich lange auf die Variationstaste und hier lege ich meine Transpose-Werte fest, die ich über das Instrument, sprich auch den Patch oder auch dann über den Style-Player spielen möchte. Ich lasse jetzt mal die Transpose auf der Variation 1 auf Aus, also dann wird er nicht transponiert. Auf der Variationstaste 2 gehen wir mal 2 Halbtöne nach oben. Bei einer C-Dur würde dann D spielen und bei der Transpose-Variationstaste 3 bei dem Wert legen wir einfach mal 4 fest. Geht er 4 Halbtöne nach oben. Ich drücke dann OK. Bin dann in meinem Grundmenü. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Transpose-Werte speichern möchte, gehe ich auf meine Instrumentenansicht und drücke lange auf OK und Save. OK, Save, lange gedrückt, länger wie 3 Sekunden, würde diese Transpose-Werte auch mit dem Patch abspeichern. Das mache ich jetzt mal bewusst nicht. Gehe wieder hier zurück. Ja, dann kann ich mal zeigen, wenn ich jetzt die Variationstasten betätige, ich mache das jetzt mal übers Fußpedal, bei der Taste 2 würde hier ein Transpose-Wert von 2 stehen, damit auch weiß, aha, hier wurde transponiert. Bei der Taste 3 steht der eingegebene Wert 4. Wenn ich jetzt auf dem Patch spiele, kann ich mal zeigen. Habe meinen Fingersatz nicht geändert und höre dementsprechend dann die transponierten Instrumente. Jetzt gehe ich in das Menü Style Player. Ihr habt jetzt einen Style geladen. Kann ich nochmal zeigen, wie das hier auch geht. Hier wieder die Funktion Auswählen der Datei. Der Ordner wurde schon zuvor ausgewählt. Wenn ich hier nochmal zurückgehe, könnte ich auch den Ordner wechseln. Ich nehme jetzt mal den Ordner 00. Nehme das Style Bad Moon, die Nummer 4. Er lädt das Style und zeigt dementsprechend dann alle Funktionen an, die zur Verfügung stehen. Ich mache jetzt mal das Volumen leise, sonst übersteuert das Signal die Kamera. Habe hier die Schaltflächen, wie gesagt, Volumenwert zum Einstellen. Meinen Beat kann ich dementsprechend verändern. Habe A, B, C, D. Sind die Parts, die ich anwählen kann in dem Style. Habe wieder die Möglichkeit, die Bassstartfunktion einzuschalten. Hier ist es so gelöst, wenn ich
den Bassknopf drücke und die Funktion ist aktiv, startet das Dial nur mit den programmierten Rhythmusinstrumenten. Das kann in einem Bearbeitungsprogramm für das Dial abgespeichert werden, welche Instrumente hier starten sollen. Drücke ich dann im Anschluss den Akkordknopf, spielen dann dementsprechend alle Instrumente, die in dem Style hinterlegt sind. Welche das zum Beispiel sind, zeigt mir ein Druck auf den Knopf Instrumente. Komplett könnte ich hier mit 16 Style-Instrumenten spielen. Dieses Style ist programmiert mit 8 Instrumenten. Das ist der Kanal 8. Nee, Entschuldigung, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gehe ich wieder zurück. Dann gibt es in dem Style, ähnlich wie beim Keyboard, auch eine Intro-Funktion. Kann hier zwischen 3 verschiedenen Intros auswählen. Auch Endings kann ich aktivieren. Dementsprechend auch wieder 3 Stück. Ich kann ein Autofill-In aktivieren. Das bedeutet, wenn ich von dem Part A nach B wechsle, wird der aufgefüllt mit diesem Fill-In, der im Style dementsprechend hinterlegt ist. Oder ich kann auch sagen, ich drücke die Break-Taste, dann kommt zu dem Zeitpunkt des Drückens auch ein eigenes Fill-In. Starten kann ich das alles mit dem Fußpedal oder auch mit der Touch-Oberfläche, wenn ich auf Start drücke. Oder bei MPR4 zum Beispiel wird es auch gehen über die Touchleiste, wenn sie dementsprechend richtig programmiert wurde. Ja, jetzt hätte ich vorgeschlagen, wir starten mal das Dial. Ich nutze jetzt wirklich mal den Bass-Start-Knopf, drücke jetzt mal den Bass-Knopf, dann hört man die Instrumente laufen, die eingestellt sind. Wenn ich jetzt den Akkordknopf drücke, dann hört man alle Instrumente, die programmiert sind. Jetzt wechsle ich mal die Dur, drücke mal die G-Taste. Ja, und jetzt zeige ich euch mal das Schmankerl. Jetzt drücke ich aufs Fußpedal, auf die Variation B und drücke dazu gleichzeitig mal die Tastatur auf dem Akkordeon. Also hier ist noch keine Transpose, kein Transpose erfolgt. Und das Dial spielt in C. Jetzt werden zwei Halbtöne nach oben transponiert und drückt dazu den gleichen Akkord, wie ich ihn gerade gedrückt habe beim Akkordeon. Außer dass die Instrumente gewechselt haben, stimmt natürlich auch jetzt hier die Tonlage, hat also mit transponiert. Jetzt drücke ich mal die Taste C auf dem Fußpedal, also 4 Halbtöne nach oben transponiert. Und spiele den gleichen Akkord auf dem Akkordeon. Also passt auch wieder. Und jetzt drücke ich wieder die Variationstaste A auf dem Fußpedal und schalte somit zurück, ohne Transpose. Ja, wenn ich jetzt einen Part wechsle, hier hat er das gemacht ohne Fill-In. Ich kann jetzt mal einen Break drücken. Aktiviere mal das Fill-In und wechsle auf den Part C.
sehen. Hab dann noch die Möglichkeit, ein Ending anzuwählen, und wenn ich jetzt auf dem Fußpedal auf Stopp drücke, ja, dann hört das Style auf zu laufen, wenn das Ending erledigt ist. Jetzt gibt es natürlich noch eine tolle Funktion, um auch ein Style, das ich zum Beispiel habe von meinem Keyboard, anzupassen. Drücke ich lange auf die Instrumententaste, dann macht er einen eigenen Bildschirm auf und ich habe hier die Möglichkeit, von den verwendeten Instrumenten das Volumen zu ändern und dementsprechend die Instrumente das Instrument auszuwählen. Wenn mir hier zum Beispiel die Clean Guitar zu leise ist, wähle ich die an, schraube die nach oben, und ich könnte jetzt auch sagen, mir gefällt die Gitarre nicht, gehe ich auf Instrumente, habe hier wieder zwei Zahlen, wo der Cursor dann rot erscheint. Die linke Zahl ist die Bank, hier Bank 0, das wäre die GM-Bank, und die Instrumentennummer ist das Instrument Nummer 27. Ich könnte jetzt da dementsprechend nach oben gehen, da kommt die Mute-Gitar. Was mir gefällt, stelle ich ein, gehe dann lange auf OK und Save, möchte ich jetzt hier nicht machen, und dann schreibt er dieses Instrument auf oder in das File hinein. Ja, das waren unsere Funktionen zum Style Player. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch die Transpose-Funktion, denke ich mal, ist nicht so alltäglich, dass man sein Patch, sein Instrument und zeitgleich auch das Style transponieren kann. Somit sind alle Möglichkeiten offen. Ich kann die tollste Musik zaubern. Ein bisschen spielen, glaube ich, muss man dann schon können, um das Ganze auch dementsprechend eine besondere Lebendigkeit zu verleihen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und in diesem Sinne, Servus miteinander.